Bereits in Kürze werden die Bauarbeiten in der Mühlenstraße beginnen. Bereits ab 23. März gibt es Stellflächensperrungen, weil die Vorbereitungen für die Baumaßnahme anlaufen. In drei Abschnitten sollen sämtliche Kanäle erneuert werden. Begonnen wird mit dem Bereich am Markt. Über diesen soll auch die Straße für die Baufahrzeuge führen. Während sich die Stadt Gedanken macht, wie das alles zu koordinieren ist, müssen sich die Gewerbetreibenden in der Straße überlegen, wie sie in der Bauzeit dennoch ihr Geschäft weiterführen können. Bestatter Steffen Jülke hat vorgesorgt. Ja, also wir haben die Möglichkeit geschaffen, durch ein zweites Büro in der Rostocker Chaussee 61C, dass wir im Prinzip die Erreichbarkeit unserer Angehörigen gewährleisten können, direkt vor der Tür parken, den Weg in die Stadt ersparen, weil wir hier eben die Baustelle vor der Tür haben und keiner eben vor der Tür parken könnte. Für alle, die rankommen wollen und können, haben wir hier weiterhin geöffnet, aber zusätzlich haben wir eben in der Rostocker Chaussee dann noch Bürozeiten vormittags und nachmittags jeweils 2 Stunden und nach Terminabsprache natürlich. Nicht so leicht hat es hingegen das Elektrogeschäft Euronix Purz etwas weiter in Richtung am Berge liegend. Geschäftsführerin Ute Purz äußert ihre Bedenken. Also an erster Stelle würde ich sagen, bewegt sich das dahin, dass unsere Kunden ja fast ausschließlich mit dem Auto kommen. Und wenn sie wissen, dass das Auto nicht in unmittelbarer Nähe irgendwo abgestellt werden kann, dann wird das, fürchte ich, viele abhalten, überhaupt daran zu denken, dass sie hierher kommen können. Denn wir sind ja da, wir sind ja nicht von der Bildfläche weg. Wir sind halt nur nicht so gut erreichbar. Das ist die größte Sorge eigentlich. Aber auch für Hauseigentümer wird dieses Jahr nicht gerade leicht. Zusätzliche Kosten müssen einkalkuliert werden. Es kommen auf uns auch einige Probleme natürlich für die Mieterschaft zu. Die haben alle einen Stellplatz auf dem Hof. Wir müssen uns um eine gewisse Verkehrsführung nach hinten bemühen, über die Grundstückseigentümer der Nachbarschaft. Es werden dort auch zusätzliche Kosten auf uns zukommen. Im Vorfeld würde ich gerne mich bedanken für die rechtzeitige Information der Stadt. Herr Brüß hat sich von der Stadtverwaltung auch sehr engagiert mit uns auseinandergesetzt, mit unseren Problemen. Unterstützt wurden wir auch von Vorstellungen von den Freien Wählern, dass wir hier draußen einen Lieferantenparkplatz bekommen in der Mühlenstraße. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten 6-7 Monaten eben auch von Erreichbarkeit eine gute Lösung finden. So kann man jetzt nur hoffen, dass tatsächlich alles schnell und problemlos vonstatten geht. Immerhin wird die Sanierung der 223 Meter langen und 6 Meter breiten Straße 1,4 Millionen Euro kosten.